Daniel, 0-3 verloren, aber ich denke, ihr habt eine super Leistung geboten, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Nach dem Spiel direkt ist schwierig. Nach dem Standard direkt das 1-0 gekriegt, da waren wir eigentlich gut dran, hätten wir vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Dann gehen wir raus nach der Halbzeit, kriegen direkt das Gegentor. Ganz komisch, wie es gefallen ist. Und dann nach dem 3-0 war das Ding durch. War traurig oder ja, war scheiße, wie es gelaufen ist. Im Endeffekt war mehr drin, haben so ein bisschen mehr erhofft, aber jetzt feiern wir trotzdem, denke ich mal. Aber trotzdem, die erste Halbzeit ist ja taktisch sehr gut eingestellt gewesen, ja. So habe ich es gesehen. Und ihr habt mehr Chancen gehabt. Ja, wir waren gut drin. Der letzte Pass an sich hat einfach gefehlt. Das war ein bisschen schade. Wir haben es nicht konsequent zu Ende gespielt. Ja, Haken dran, am Samstag geht es weiter. 1400 Zuschauer, ein Riesenerlebnis für dich, wird unvergessen bleiben, oder? War unvergessen, wir haben heute den ganzen Tag schon drauf hingefiebert, haben uns drauf gefreut. Denke auch für die anderen Jungs, war es ein Riesending heute. Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder so weit kommen und Samstag geht es weiter und dann holen wir da hoffentlich die 3 Punkte. Seid ihr müde am Samstag oder denkst du, ihr könnt wieder aufladen, bis die, sind ja glaube ich nur 42 Stunden, ja, bis zum Topspiel in Bad Dürrheim? Ja gut, ich denke Topspiel, da sind wir top motiviert genug, um da dann 100% zu geben. Morgen früh laufen wir aus, heute Abend trinken wir vielleicht das ein oder andere Bier und dann geht's weiter. Alles Gute, danke. Danke.